Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stammbach im LS19 am Freitagmorgen, einen wunderschönen. Ihr seht es wahrscheinlich, ihr könnt es nicht sehen, aber ich steuere tatsächlich den Frontlarit schon mit dem Joystick der Seitenkonsole. Ich habe es tatsächlich herausgefunden, dass man das tatsächlich einfach in den Einstellungen umstellen kann. War ein bisschen nicht so optimal, aber ich habe es herausgefunden, also zu dem Thema, das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Ich habe es ein bisschen, glaube ich, zu hoch fallen lassen, egal. Aber ja, funktioniert der Frontlader jetzt einwandfrei, also wirklich top Arbeit, was man sagen muss. So. Muss ich mir noch ein bisschen damit einspielen, weil ich habe schon seit sehr, sehr langem nicht mehr mit einem Joystick gespielt. Ich glaube, sind es schon 1,5 Jahre? Gut möglich. So, wir haben auf jeden Fall Wiese, so wie es aussieht, von den kompletten Ballen befreit. Dann fahren wir mal ganz kurz darüber und holen uns einen dritten. Zack. Dann springen wir ganz kurz zum... Da war er schon. Das ist jetzt egal. So, Motor ist an. Und dann wollen wir da mal rüber. Wir natürlich auch wegen unseren Ballen aufpassen. Nicht zu schnell fahren. Oh, ganz knapp. Aber wir haben es geschafft. Eieieiei. Aber wir drehen hier nochmal. Natürlich auch, weil wir nicht zu schnell sind. So, ich glaube, hier passt schon, wie wir stehen. So, Motor ist aus. Dann laufen wir schnell rüber. So. Oh, da rutscht er schon. Ich werde hier ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Aber die halten noch. So, dann dürfen wir mir aufpassen, wenn ich zu nah ranfahren. Ich muss auch noch auf den zweiten Joystick die Kamera auch noch ein bisschen mit drauf belegen. Dass ich nicht immer zur Maus lang muss. Ja, ein bisschen, das sieht glaube ich ganz gut aus. Zack. Ja, das sieht gut aus. So, haben wir noch genau. Ne, wir haben 4 rumliegen, okay. Ich dachte, es wären genau 3, aber. Nee, sind es doch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Wir freuen uns natürlich immer über einen mehr. Ich glaube, unser erster Wagen ist dann schon fast voll, würde ich sagen. Weil die Ladung passt auf jeden Fall noch drauf. Aber dann, glaube ich, Ende im Gelände. So, dann mal runter. Und dann hier wieder aufpassen. Und nicht zu weit senken, lieber ein bisschen höher lassen. Nicht, dass die Ballen zum Schluss dann noch durch den Boden backen, ist nicht so optimal, aber perfekt stehen. Sondern werden wir, ich werde da tatsächlich nicht den kompletten Traktor mit hochfahren, sondern einfach hier mit dem 6M schnell hochfahren und dann noch 2 weitere Ballen holen. Weil dann kann man nämlich das Gespann, wo der Premium dran ist, schon mal verkaufen. Also ich fahre jetzt aber mal ganz streich mitten drüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das soll ich nicht so oft machen, weil das nicht starke Bodenwelle oder Hügelchen drin.
So, runterfahren, aufpassen. Alter, hier ist. Yo, ist hier ein. Alter. Ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen weiter vorne runterfahren. So, Auto. Okay, da muss ich mit allen hinkommen. Betonmischer. Ich darf aber nicht so schnell sein. Den Frontlader vielleicht ein bisschen senken. Glaube ich. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen besser. So, da bin ich wieder. So, die Kamera drehen. So, jetzt werde ich jetzt dann gleich nach der Aufnahme machen, den anderen Joystick da belegen. Und das ist, glaube ich, noch wesentlich entspannter. So, ein bisschen muss ich wieder hoch, aber nicht zu stark. Ich glaube, so passt. Zack, oh, perfekt. So, fahren wir wieder raus. Passt. Jo, das sieht doch gut aus. So, dann klappen wir das Teil zu und ich hoffe, es funktioniert. Es sieht nicht schlecht aus. Wir haben 8000 Liter Luzerne, Silage und 88.000 Liter Gras Silage. Echt, sind es 88.000 Liter? Jo, moin. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aber ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr, dass. So, jetzt. Dass man da eine Anzeige bekommt. Aber gut. So, warte mal. Wir müssen natürlich mal ganz kurz gucken, wo wir denn da den besten Preis für bekommen. Einmal noch gucken wir nach Silage. Das würden wir wahrscheinlich auch in unserer BGA kriegen, ne? Ja, BGA 600, okay. Und die Luzerne. Die Silage. Beim Landhandel, okay. Aber ja, da sind jetzt, glaube ich, zwei Luzerne-Ballen dabei. Die werde ich auch einfach in die BGA reinhauen. So. Aber ich werde tatsächlich, muss den kleinen tatsächlich mit Follow Me hinterherfahren lassen. Denn. Ich habe ja keinen anderen Trakt zum Abladen an der BGA. Das heißt, der muss mit. So, Spieße werden eingeklappt. Und er darf natürlich nicht zu nah ranfahren. Dass wir die nicht aufsammeln. Kann ich es noch? War das gleich war schon mal falsch. Das auch. Gibt es was? Steuerung F. Frage ist, haben wir hier Follow Me überhaupt mit drauf? Ich war der Meinung, wir hatten es mal drauf. Aber sicher bin ich mir jetzt da einig. Aber das war noch. Nee. Was war das denn nochmal? Können wir den Traktor auswählen? Nee. Ja. Ah. Okay. Jetzt. Hallo? Wo hänge ich denn jetzt? Egal. Ich bin irgendwie gerade an der Zange an der Gabel hängen geblieben, aber gut. Okay, der folgt mir und fährt mir dann hoffentlich nicht rein. Ne, im Spiel ist immer nicht. Aber gut. Ja, ich hätte jetzt auch. Was ist da noch? Oh. Wir haben hier noch einen CP-Kurs an. Ja. Das kann gut sein. Ist er noch hinter uns? Ja, der ist hinter uns, passt. Ballen haben wir noch alle drauf. Jo, passt. Das sieht gut aus. Oh, hallo, hallo. Jo. Alter. Der du ist aber auch gar nicht eilig, ne? Out. Oh. Hat das. Oh, der steht hinter uns. Okay. Der kleine Johnny hat's überlebt. Ups.
leicht die Wand berührt. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wenn wir hier ein bisschen drauf drücken. Das brauchen wir hier ja Jahre, bis wir an der BGA angekommen sind. Ja. Das 30er Schüttel haben wir jetzt gerade einfach mal nicht beachtet. Ach, da sind wir schon wieder draußen aus der 30er Zone. Irgendwer was gesehen? Nein, alles gut. So, da sind wir draußen aus Stoppenbach. So, wir dürfen natürlich aber auch nicht zu schnell die ganze Zeit fahren. Na, erstens, sonst verlieren wir den Kleinen. Aber ne, er ist noch da. Und zweitens in die Kurven müssen wir aufpassen. Weil auf der, was war es denn gleich wieder? Geißelberg ist was natürlich schon mal passiert, voller Anhänger. Bist du zu schnell in die Kurve gefahren und dann lag das Ganze gespannt mit dem mit unserem wunderschönen Steiermann auf der Seite. Ja, hier liegt noch ein bisschen Silage drin. Was sage ich, Silage? Nicht so gut, meine ich. So, Kollege da hinten. Du hast die Aufgabe super erledigt. Aber seit wann ist das denn? Okay, ich dachte immer, das war links Steuerung und F, aber jetzt ist es seit neuestem rechts Steuerung F. Egal. So, die Zange können wir wieder aufklappen. Ich bringe mal ganz kurz jetzt unseren Premium hier rein. Wir müssen ja auch einmal drehen. So, fahre ich aber mal hier das Ziel kurz durch. Ah ja, ja, die Ballen wollen schon backen schon wieder ein bisschen, so wie es aussieht. Das soll. Oh. Ah ja, die Ballen backen. Nein, das ist nicht gut. Ich fahre das Teil lieber ein bisschen hoch. Ach komm, muss ich ehrlich Allrad anmachen? So, ich lasse jetzt tatsächlich die Dings offen, nur auf eigene Gefahr, aber das ist mir tatsächlich lieber, als wenn die irgendwie rumbacken. Aber das ist eigentlich ein Standardanhänger, ich weiß nicht wieso. Aber ich habe es gerade auch mit auf der Aufnahme gesehen, dass die immer ein bisschen hochgepackt sind. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber gut. So, Motor aus, alle können wir auch wieder ausmachen. So. Dann holen wir uns da wieder. Drei Ballen, oh ja, passt, perfekt. Mal ganz kurz gucken, wie ich die denn dann in den Schnellvermelder reinkriege, aber ich glaube, ich fahre einfach drüber und dann drücke ich Z und dann dürften sie eigentlich reinfallen. Ah ja, genau, funktioniert auch. Ah, okay, wir kriegen nicht direkt Geld, sondern es dauert ein bisschen. Ich glaube, Mitternacht. Der dann natürlich nicht ganz so optimieren. Ja, okay. Ich hätte zwar eher gleich, lieber gleich Geld gehabt. Aber Hauptsache wir kriegen es. Aber von den Luzerneballen kriegen wir ja sofort Geld. Also wäre noch nicht allzu viel, aber wir kriegen was. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da in den in den die BGA hier reingeht. Aber ich werde einfach mal so viel reinpacken, bis er nichts mehr annimmt. So, jetzt ein bisschen näher ranfahren, okay. So. Zack. Im Indie getäuscht haben wir jetzt glaube ich 46.000 Liter drin. Das ist glaube ich schon einiges. So, zack. Vorhin sind jetzt glaube ich zwei Dutzende Ballen mit dabei. Aber das ist nicht so schlimm. Das sind nur ein paar Euros, also. Ist kein zu krasser Unterschied. Aber ich muss sagen, ich werde jetzt zuerst
die mit seinen Ballen machen. Denn von den anderen Grasballen haben wir nicht mehr allzu viele, da haben wir nur noch die Wiese neben unserem Feld 77, da würde seine Ballen drauf liegen. Und wenn ich die dann gemischt wieder zusammenpacke, das lohnt sich glaube ich nicht so. Aber ich muss, im Nachhinein fällt mir jetzt auch, es wäre glaube ich schlauer gewesen, wenn ich die zwei Ballen, was gefehlt hätte, den Grasballen genommen hätte und dann, wo wir den kleinen Johnny hier mit herfahren lassen haben, dass ich da dann auch nochmal die Grasballen draufgeladen hätte. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. So. So, jetzt können wir wieder zuklappen. Aber wir werden auf die Straße fahren. Und Gerdeste kriegen wir dann auch raus, so wie das hier aussieht. Das heißt, wir müssen uns dann wahrscheinlich mal demnächst auch noch ein Güllefass kaufen. Wenn das nur ein paar Liederchen sind, dann werde ich mir keins kaufen. Aber wenn wir das natürlich dann hier öfters betreiben, dann wird es glaube ich dann doch schon ein bisschen interessanter für uns. So, okay, der hat den angenommen als führendes Fahrzeug. Passt. Dann fahren wir mal wieder zurück zu unseren Wiesen. Und hier links hat auch jemand Baumwolle an, wie ihr seht. Dann wollen wir wieder bremsen, weil da kommt ein LKW. So, da hinten. Oh, er ist da. Oh, und jetzt habe ich so eine lahme Schnecke vor uns. Naja, ich riskiere es einfach mal und versuche zu überholen. Ist zwar nicht ganz so optimal, weil es eine unübersichtliche Stelle ist. Aber wir haben es geschafft. Ich hoffe nur, dass auch der kleine Johnny. Oh. Ah, der ist abgebogen, der LKW. Das heißt. Guck jetzt gerade, ist er hinter uns? Okay, er ist hinter uns, passt. Er ist leicht am LKW angeeckt. Auto, wo fährt. Okay, hat gehalten. Du musst immer wieder ein bisschen aufpassen, dass der uns auch hinterher fährt, weil der lässt sich gerne mal aufhalten. Die KI-Menschen backen hier auch, fällt mir teilweise an den Ecken ein bisschen rum. All diese Bäume hängen immer in die Kabine rein. So. Das heißt, wieder immer mal langsam tun, weil hier ist wieder diese holprige Stelle. Aber hier geht's sogar. Ich werde aber tatsächlich jetzt ziemlich weit unten halten, denn es ist hier ein bisschen schräg. Aber das dürfte ja klappen. Oh, sorry dafür, ich hab's vergessen, stumm zu schalten. So, Motor aus. Hallo, jetzt hat. Nun, Leute, können wir auch ausmachen, brauchen wir nicht. So, der wartet schon brav. Klappt da vorne aus. So. Und dann holen wir uns die nächsten Luzerneballen. Sind dann glaube ich, dürften alles dasselbe sein. Bis auf einen Ballen ist glaube ich Gras, der wo da vorne liegt. Alles ist dann auch nicht so schlimm. Wegen einem Ballen, wenn man da bisschen weniger kriegen, ist ja auch nicht so dramatisch, finde ich auf jeden Fall. Wie ihrer seid, weiß ich tatsächlich nicht, aber ja, wenn wir diese Ballen hier, wenn wir von den ersten Ballen auf jeden Fall Geld gekriegt haben, wird der Ballenwagen hier wegkommen, weil wenn der rumbackt, das ist, das hat er dann, macht er dann auch keinen Sinn. Aber mich wundert es halt, dass, weil es ist eigentlich ein Standard, das ist kein Mod und es trotzdem so buggt. Ich weiß nicht,
ob er sich irgendwie mit dem Ball nicht verträgt, was mich eigentlich wundert oder wundern würde. Aber man weiß ja nie. Aber ich habe ja auch schon welche andere mit draufgenommen. Ich glaube, sind es Joskin oder Krone. Können wir dann auch nochmal nachschauen. Ich weiß jetzt gerade auswendig gar nicht genau. Nein, ich bin ein bisschen zu weit vorne platziert, glaube ich. Okay, es ging ganz ein bisschen hintergeschoben. Zack. Zack. Müsst ihr hier, ja, genau, hier liegt auch noch einer. Ich glaube, das ist der Grasballen gewesen. Aber ganz hier bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Das sieht man. Das sieht man halt auch nicht. Steht nur dran, dass Quaderballen sind. Aber halt welche sind's? Steht halt nicht dran. So. Sind wir weit genug drüben? Ja, ein bisschen können wir gleich noch rüber. Ja, so. So sieht glaube ich ganz gut aus. Hier hinten passt auch soweit. Zack. Abgestellt, passt. Ja, ich glaube nicht, dass wir es ganz schaffen, alle Ballen hier wegzukriegen, beziehungsweise ein Anhänger können wir vielleicht noch schaffen, mit ein bisschen Glück. So. Kann man da wieder mal schnell hindrehen, damit ich hier auch sehe, wie das Platzverhältnis ist. So schief, na egal. Zack. Ja, die stehen. Jetzt muss ich sagen, das stört mich bei dem Ballenwagen auch ein bisschen, dass der keine Spannrohre hat. Oder könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen schönen Mod als Ballenwagen habt, den ihr hier gerne sehen wollt, würdet. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welcher das ist und ich werde es mir anschauen. So. Bisschen kann man noch vorfahren. So wie die dann tatsächlich halten. Aber das sieht tatsächlich so danach aus, als wie wenn. Oh, wir kriegen hier gar nicht alle Ballen drauf. Leute. Okay, Luzerne ist auf, gibt auf jeden Fall. Oh, wir haben schon drei. Hab ich ja gerade so gesehen. Gibt auf jeden Fall guten Ertrag an Ballen. Muss auch sagen, es war halt, es ist auch einfach eines der größten Felder, Wiesen. Ist halt eigentlich aber zu viel Feld. So, zack. Ja, sechs Stück passen dann noch drauf und da hinten liegen auf jeden Fall noch mehr, weil hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da liegen mindestens noch 11 und 12 Ballen. Also mindestens noch das Doppelte. Ansonsten schmeißen wir die halt dann auch mit in die BGA rein. Da ist ja dann glaube ich nur ein 20 Euro Unterschied. Wo natürlich ein echt großer Unterschied wäre, um zu sagen, wir verkaufen sie da oder da. Aber hier im Spiel hier muss ich sagen, ist es jetzt nicht so dramatisch. So, zack. Das heißt, wir können jetzt noch drei Stück holen. Ne, wir können auch sechs Stück holen. Weil wenn wir
am kleinen Frontlader noch 3 Stück mitnehmen. Aber dann kriegen wir trotzdem nicht alle mit. Alles ist auch nicht so schlimm. So, letzte Ladung für den Anhänger. Und dann ist das Teil voll. So, Z. Passt. Dann holen wir noch 3 Stück. Weil ich will den Anhänger tatsächlich so lange wie es geht offen lassen. Dass die Ballen weniger Zeit haben, um sich zu verpacken. Weil ich will nicht, dass wir mitten auf der während dem Fahren irgendwo Ballen verlieren. Okay, 2 Stück. Ne, 3 liegen noch rum, okay. So, dann fahre ich den mal hinten ran. Ich hoffe mal, der behält die Ballen, aber normalerweise schon. Das sehen wir ja gleich. Oh. Ja. Sie sind auf jeden Fall noch drauf, das passt. Sollen wir das starten? Alter. Das sind wir auch nicht immer, aber egal. So, wir klappen zu. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Dass die Ballen alle heile bleiben, bis wir am Landhandel angekommen sind. Und nochmal ganz kurz auf die Karte gucken, wo der Landhandel nochmal genau ist. Bevor gucken wir nochmal genau, dann wir uns hier sind. Landhandel, ja, passt. Landhandel war, glaube ich, da unten, oder? Ja, das war da, wo wir die Kartoffelmission abgeschlossen haben. Das heißt, ich kenne den Weg noch. Okay, unsere Ballen sind noch drauf. Eieiei. So, jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben es zwar vorhin auch easy geschafft, aber ich glaube, die Strecke dahin ist ein bisschen länger. Ne, hier wollen wir noch nicht rauf. Da vorne wollen wir dann erst rauf. So, hier holen wir ein bisschen weiter aus. Müssen wir mal gucken, dass kein Auto kommt. Okay, passt. Der hoffentlich folgt uns. Ich glaube, hier müssen wir schon rein. Okay, ich höre ihn hinter, also ist er noch hinter uns. Aber gib alles schon. So. Na genau, hier vorne ist er nämlich. Der Landhandel. So. Oh, bremsen. Eieiei. Okay, dann fahren wir halt vorne rein, wenn es dir nicht recht ist, dann wir hier hinten reinfahren. Oder wir parken hier draußen. Stopp, nicht reinfahren. Ich glaube, das ist sogar besser. Wir klappen den hier auf. Ich mach kurz Warnblinker rein. Dann fahren wir mal ganz kurz zu dem hier. So, das hast du gut gemacht. Wir haben es gerade so geschafft, bevor die Ballen wieder sich verabschieden wollten. So, ich hoffe mal, die können. Ne, warte mal. Hier hinten. Gibt es nicht auch irgendwas, wo man die reinpacken kann? Nee. Okay. So, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich lasse einfach mal fallen. Okay, das funktioniert nicht. Ja gut. Wenn das nicht funktioniert. Ganz kurz gucken. Dann müssen sie auch zur BGA packen. Na gut.
Also jetzt auch nicht riechen können, dass es nicht funktioniert. Weil wir probieren es nochmal ein letztes Mal. Zack. Ne, okay. Das funktioniert nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann fahren wir halt zu unserer BGA. Ich hoffe nur inständig, dass die Bahn es überleben. So, wir klappen da wieder zu. Oh, Allrad. Komm, so rum hier. Ich glaube, der schnellste Weg ist hier vorne rechts und dann rüber. Dann haben wir den 6M, das Auto lassen wir noch vorbei. So, kann ich jetzt hinterher fahren. So, wir fahren hier rechts. Und dann auf zur BGA. Oh Nist, ich könnte jetzt hier einfach quer einfahren. Mache ich aber nicht. ja. Das habe ich eigentlich vorhin gemeint. Ja gut. Ich war doch nicht schnell, oder? War ich schnell? Ich habe sogar noch gebremst, aber gut. Oh nein. Oh nein, die. Oh. Ja, tut mir leid, liebe Familie. Weiß nicht, wie sie heißen. Die nennen wir mal Familie Müller. Dass vielleicht ihr Sound ein bisschen litiert ist da vorne und dass bei ihnen im Vorgarten Ballen liegen. Ja, gut. Die Fahrerin denkt sie wahrscheinlich auch so. Eieiei, was hat der da angestellt? Ja. So. Egal. Ja, ich werde tatsächlich versuchen, das irgendwie bis morgen schaffen, das wieder hinzustellen, dass es wieder gerade steht. Denn das will ich euch nicht zeigen und zum Glück sind wir auch schon wieder fertig für heute. Immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Wenn das Teil dann wieder steht und wir hoffentlich zu unserem Ballenverkauf kommen. Ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.